Im Video, wo ich eine Arena eröffnet habe, in welcher sich jeder bekämpfen konnte, gab es einen Spieler, der stärker war als alle anderen. Und dieser Spieler war Block Eater. Also habe ich mir seine Insel mal angeschaut und war komplett überrascht. Die Insel war komplett unter Wasser und bestand einfach nur aus automatischen Farmen. Ich habe ihn angerufen, damit er mir mal erklären kann, wieso das hier alles so aussieht. Seine Insel ist tatsächlich noch im Bau und er bezahlt Leute, damit sie diese für ihn bauen. Zum Beispiel hat er momentan jemanden, der 300.000 Coins bekommt für eine Knochenmehlfarm, welche bis nach ganz oben geht. Er ist auch ein Bugjäger. Er sucht Duplizierungs- oder Crashbugs, meldet sie und bekommt dafür eine angemessene Gegenleistung. Und er hat momentan über 9000 Stunden auf Bausucht und Landania zusammen. Ich würde sogar schon meinen, dass er von der Ausrüstung her der stärkste auf landania.net ist.